Fantastic. Guten Tag, willkommen zur 17 Uhr Folge von Let's Play Clash of Clans mit Fred. Ja, ich habe mir gerade das WoW 2 Finale noch angeguckt, will natürlich dazu nichts sagen für diejenigen von euch, die das auch gucken. Auf jeden Fall, ja, bin ich jetzt hier dabei, mal. Ich habe mal so ein bisschen Loot noch gesammelt von gestern Abend und ich muss euch natürlich sagen, ja, der Titel suggeriert es natürlich schon, worum es heute gehen wird. Also 1,2 Millionen hat jemand aus meinem Clan gestern Nacht erbeutet und ich dachte mir so, komm, machst du doch mal ins Video rein, ist ja vielleicht für einige mal ganz interessant, für mich selber natürlich auch, weil ich noch nie in meinem Leben 1,2 Millionen erbeutet habe. Ich hatte auch noch nie in meinem Leben einen 1 Million Loot, keine Ahnung warum, irgendwie habe ich da noch nichts gefunden. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht mal ganz interessant für einige, das mal zu sehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen natürlich, während meine Stimme jetzt gerade ein bisschen flöten geht, wir müssen natürlich sofort mal reingehen in den Kampf, in den Angriff, eher gesagt. Ich bin auch so ein bisschen im Minecraft-Modus. Ich habe nämlich gerade eben noch mit Matthias aufgenommen. Also wollen wir direkt reingehen in den ersten Angriff, den 1,2 Millionen Angriff. Und der startet jetzt. Also, 1,2 Millionen vom guten YOLO aus meinem Clan. Und wir sehen es schon, es ist ein Balloonion-Angriff mit 50 Minions, Restballons, 3 Wut, 3 Heilzauber, 1 Blitzzauber. Ein bisschen andere Konstellation, ein bisschen andere Aufstellung, als ich das nehme. Aber das ist natürlich auch okay. Er nimmt jetzt ja schon mal die beiden Heilzauber. Da kommt eine Luftbombe. Alter, das ist einfach, es ist einfach so geil, oder? Wenn du so einen Gegner findest, es ist einfach so ultra geil. Was du nicht machen darfst als Fehler, was mir auch schon passiert ist, was er jetzt aber allerdings nicht mal falsch macht, also was man aber falsch machen kann, ist, dass die Minions zu weit nach außen fliegen. Also ihr seht es jetzt, in der Mitte sind zwar auch einige Minions, aber natürlich auch einige außen, wobei das natürlich bei dieser Base noch geht, weil du einfach auch relativ viele Sachen draußen hast, also relativ viele Lager, die nah am Rand stehen. Und das geht in diesem Fall noch ganz gut. Er hat jetzt schon 500.000 Gold und 431.000 Elixier und über 1.000 Dunkles. Das ist echt richtig übel. Und vor allem ist es ja noch nicht vorbei, ne? Also es sind ja noch 230.000 noch da. Er hat ja auch die 1,2 Millionen Marke noch nicht überschritten. Ich hoffe mal, ich habe mich auch nicht vertan. Aber normalerweise müsste das eigentlich passen. Ja, seine 16er Königin kommt noch. Auch natürlich nicht verkehrt. In der Clanburg hatte er noch Magier. Ich denke mal, es werden sich wahrscheinlich um Rotweinmagier handeln. Vom alten Rotweinpiraten. So, 600.000 Gold. Jetzt kommt nämlich noch 600.000 Elixier, jetzt kommt noch das Gold dabei. Ja, da ist die 1,2 Millionen Marke. 1,2 Millionen Loot plus noch 1.000 Dunkles dabei. Alter, das ist richtig epischer Kampf auf jeden Fall. Und ich hatte natürlich dann auch noch ein paar andere auch noch dabei geschnitten, einfach damit wir ja noch ein bisschen Loot haben, müssen eine kleine Loot-Folge haben. Von dem Livestream heute 18 Uhr, wer dabei sein will, kann gerne reinschalten. Das ist ein Interview von mir. Und ich habe zuletzt immer, wenn ich relativ viel Loot hatte, hatte ich oftmals so eine Batman-Base. Also hier auch wieder. Im Grunde das gleiche Spielchen, was ich auch sonst immer mache, so ein bisschen schrittweise vorgehen. Also ich habe jetzt erstmal natürlich den Magierturm da unten eliminiert, habe mir jetzt schrittweise dort die beiden, den Minen und die Minen und Sammler genähert. Oben das gleiche Spielchen, klappt eigentlich auch immer ganz gut. Sehen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Ein bisschen Dunkles hat er auch noch, okay, ist aber nicht der Rede wert eigentlich. Aktuell ungefähr 70.000 von beidem geholt. Ihr seht es, er hat noch einiges offen da rumliegen. Und ja, ich muss irgendwie, weiß ich auch nicht, nachts habe ich, oder beziehungsweise abends, nachts, so ab 21 Uhr, sagen wir mal so in den Dreh, habe ich irgendwie das Gefühl, der Loot ist einfach besser. Der Loot ist einfach besser, als wenn man morgens oder nachmittags clasht. Weiß nicht, ob das wirklich so ein Mythos ist, weil ja normalerweise die Gegnersuche sowieso, ihr seht es ja, das ist ja auch ein Japaner. Weiß ich nicht. Also, du kannst ja rein theoretisch auf jeden treffen bei der Gegnersuche. Ich weiß nicht genau. Also, müsst ihr mir mal sagen, ob das wirklich so ein Mythos ist, ob mir das nur so vorkommt, ob ich der Einzige bin, dem das so geht oder ob das euch auch so geht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn wir das jetzt noch sehen, ich wollte natürlich gerne noch die 50% mitnehmen. Ist aber auch noch ein bisschen Elixier übrig da in dem einen Sammler. Sehen wir jetzt ja noch, das Rathaus werde ich nicht mehr kriegen. Da oben ist aber auch egal. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du, ja, sie sind noch gerade an der Kanone zugange und jetzt habe ich mir gedacht, komm, nimmst du dir mal eben noch das eine Elixierlager davor und holst du dir noch eben die 50% daraus, damit das noch klappt. Damit das noch klappt. Damit ihr auch mal seht, dass ich auch mal Loot habe aktuell, aber nicht so ganz so viel. Es sind nur 229.000, 275.000, aber immerhin. Ich habe jetzt nicht so den YOLO 1,2 Millionen Loot, aber immerhin, es reicht. So. Hier haben wir King Mama Dingi von Shaolins Finest, heißt derjenige, der hier angegriffen wird. Von Murat aus meinem Clan. Eigentlich heißt er Robert, ne? Ich weiß nicht genau. Murat hat er mir irgendwann erklärt, hat irgendwann mal ein türkischer Freund von ihm hat den Account so genannt. Na gut.
wird er da erstmal, ist er erstmal dabei, die Minen und Sammler da zu leeren. Jetzt hat er schon gleich 100.000 von beidem. Er ist natürlich, ja, man sieht es, es handelt sich um ein, hier ist wirklich wieder ein inaktiver Spieler, also die X-Bögen sind nicht geladen. In der Klarenburg ist auch nichts drin und er gehört auch keiner Liga an. Wobei das ja auch nicht immer was heißen muss, also nicht nur, weil jemand keiner Liga angehört, heißt das ja nicht, dass er inaktiv ist. Also das ist natürlich ein Fehler, den man da auch begehen kann. Er hat zwei Frostzauber bei, einen Wut, einen Heilzauber, Level 20 hält und deine Maxed-Out-Bard-Truppen. Hab mal ein bisschen vorgespult für euch, damit das jetzt nicht ganz allzu langweilig ist. Jetzt unten hat er noch den Bogenturm weggemacht und jetzt kümmert er sich um das Goldlager. Ja, das ist natürlich immer so das Ziel. Du willst natürlich möglichst viel rausholen, wobei man natürlich auch überlegen muss, er ist in Kristall 2. Das heißt, der Bonus, den er kriegt, ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Vor allem, wie viel Loot der hat, ey. Das ist echt, das ist unglaublich, wie viel Loot der hat. Aber wo der Heilzauber, okay, er wollte noch das Dunkle mitnehmen. Hat er auch noch halbwegs geschafft. 293.000 Gold hat er schon, 182.000 Elixier. Ja, ist auf jeden Fall auch eine fette Beute, kann man sagen. Das lohnt sich ja auch schon mal. Nimmt er noch der Alter. Nimmt das auch noch mit. Sind ja auch schon gleich 700.000. Je nachdem, wie viel sein König da jetzt noch reißt. Ich denke mal jetzt nicht mehr ganz so viel, aber ja, immerhin 349.000. 262.000 Elixier, 924 Dunkles. Ist okay. Kann man ja mal so machen, ne? So, Juli, vielleicht kennen die noch einige von euch, ist etwa jemand, der momentan neu bei uns dabei ist, wo auch einige gesagt hatten, den hättest du nur geholt, weil er Champion war. Ja gut, er war zwar Champion, aber seine Base ist ja eher nur, ich sag mal, noch nicht weit ausgebaute Rathaus 9. Also, habe ich einfach reingeholt, weil er bei mir im Champions League Clan war und mich habe ich im Global getroffen mit meinem zweiten Account, habe ich gedacht, komm, Kollege, hol mal dich mal rein. Und deswegen, ja. So war das dann, habe ich dann auf jeden Fall ihn mal reingeholt und auch ein netter Typ. Das ist ja immer das, was mir da am meisten so immer die Entscheidung erleichtert oder erschwert, wenn ich dann nicht, also ich suche die Leute meistens immer noch aus, wenn sie nett sind, spenden, aktiv sind und so weiter, im Clankrieg angreifen und so weiter und so fort. So, 42 Sekunden hat er noch. Ja, das ist auch ein guter Loot, muss ich sagen. Ist zwar so, ich meine, im Vergleich zu diesen 1,2 Millionen sieht alles wenig aus, aber es ist nun mal, darf man ja auch nicht überdenken, was er da für Truppen hat. Also er hat Bartstruppen, die kosten ja nichts. Von daher ist alles noch okay. Mars von the Three Lions heißt derjenige. Und diese Grabsteine, die sind auch ein Indikator, dass jemand inaktiv sein könnte, muss aber auch nicht sein. Denn du musst die Grabsteine ja nicht abbauen. Also das ist auch wieder so eine Sache. Ja, und einen vom guten alten Rotweinpirat, der 20.000 Spenden machen wollte in der Saison, hat leider nur 19.173 geschafft, glaube ich. Wenn ich es recht im Ohr habe, recht in Erinnerung habe, hat er nur 1.173 geschafft. Okay, es ist trotzdem noch ein riesen Applaus wert. Also gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Dann leite ich das an den Rotweinpirat weiter. Damit er auch sieht, dass ihr das auch geil findet, dass er so viel gespendet hat. Er hat wirklich so viel gespendet. Wirklich richtig, richtig, richtig. Großen Respekt an dich auf jeden Fall an dieser Stelle. Über 19.000 Spenden in einer Saison. Das ist richtig, richtig krank. Wie viele Rotweinballons oder beziehungsweise Rotweinmagier ich bekommen habe in dieser Saison. Das ist unglaublich. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Werden wir jetzt hier noch seinen Angriff sehen. Auch ein guter Angriff. 247.000, 238.000. Und noch den Bonus dabei. Läuft auf jeden Fall auch. Jetzt gleich kommen wir noch zu meinem letzten Angriff. Aber der Oma hat da noch, den König. Jetzt will er sich noch eben das eine schnappen. So, zündet er noch den König, gibt auf. Hat ein bisschen vom König verloren, aber in Zeiten des einen Gem-Boostes, der auch endet bald. Ja, das war noch ein Angriff von mir. Muss ich sagen, ein relativer Overkill, weil ich einfach zu viele Truppen gesetzt habe. Ich habe viel zu viele Truppen gesetzt, hab da noch einen Zauber hingesetzt. Ich hatte es einfach auch mal mit Heilzaubern probiert. Hab jetzt da oben auch noch ein paar Ballons gesetzt und damit gleich auch noch ein Heilzauber natürlich da drauf kommen. Ja, da ist er schon. Muss sagen, ist okay. Heilzauber bei Ballons, vor allem wenn natürlich relativ viele Gebäude oder sowas in einer Region sind. Das heißt, die Ballons bleiben relativ lange auf einer Stelle. Macht ein Heilzauber auch durchaus mal Sinn. Ist okay. Kann man da mal setzen, außer wirklich, wenn die wirklich sehr schnell rumfliegen, die Ballons, dann macht es keinen Sinn. So, sehen wir das jetzt hier noch. Ja, sind gleich schon im Grunde alle Verteidigungsgebäude weg und ja. Ich habe viel zu viele Truppen gesetzt, allerdings ist der Loot ja auch ganz okay. Müsste ungefähr so 200.000 von beidem sein, würde ich mal schätzen, wenn wir es gleich noch sehen. Was da noch gleich übrig bleibt. 153.000, 156.000, 200.000, ja. 200.000 Elixier ist ja auch nicht so verkehrt, 157.000 Gold. Werde ich mir noch ein bisschen was holen jetzt gleich. Wäre natürlich mit Bartsch viel einfacher gewesen, dieser Gegner. Hatte ich leider nicht. Ich hatte leider keinen Bartsch. 181.000, 218.000, 169.
Ist okay. Kann man auf jeden Fall mit leben. Und damit sind wir schon am Ende dieses kleinen feinen Fragen-Videos. Morgen wollte ich mal wieder was mit dem Troll-Account machen. Da wird euch noch was erwarten. Der Troll-Account hat sich ein bisschen weiterentwickelt und ich möchte ihn mit euch weiterentwickeln. Dann wird hier noch den geilen Mustache sehen vom Barbarenkönig. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst mal eine Bewertung da. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.